So, dann warten wir mal ganz kurz einfach ab, denn ich bin neugierig, ob wir überhaupt noch Schaden bekommen. Können wir in der Zwischenzeit noch irgendwas erforschen? Ja, den Raum zu Ende erforschen. Soweit nichts. Und hier könnte auch kein Geheimgang mehr sein. Na gut. Ich sehe keinen Schaden. Vorhin ging das hier richtig flott. Also innerhalb von 10 Sekunden zweimal oder so ähnlich. Also ist das Feuer wohl inzwischen aus und die giftigen Dämpfe weg. Das heißt, wir könnten einfach so hier rauslaufen. Der Ausgang war hier. Zu viele Geheimgänge. Und dann war hier ein Teleporter. Nee, hier war ein Durchgang und da war der Teleporter. Was ich nicht vergessen sollte, wir haben noch ein Amulett zu identifizieren. Und was gab es noch? Oh, der ist vergiftet. Also nehme ich jetzt einfach mal an, weil da oben dieser Tropfen ist. Gifte haben wir bisher noch nicht benutzt. Könnten wir mal machen. Also zumindest bei Gwendolyn und Tirik. Bei Gerugon, der wird sich weigern, sowas zu benutzen. Es geht zwar hier in DSA 1, aber das will ich trotzdem nicht unbedingt machen. Jedenfalls bei Gerugon nicht. So, was haben wir noch? Essen ist okay. Sie hat kein Essen. Das ändern wir mal ganz flicks. Eins, so. Wir haben noch jede Menge Einbeeren und Wirselkräuter. Das war jetzt nicht so gut. Aber die werden ja nicht schlecht, das ist schon in Ordnung. So, ich wollte aber zum Amulett, genau. Zurück. Zauber sprechen. Talana. Hellsicht. Analyse. Ich gehe einfach mal davon aus, dass es magisch ist. Wenn nicht, wäre es ganz schön doof. Amulett. Talana versinkt in Meditation. Offensichtlich ein Schutzamulett. Ganz besonders gegen Verwandlung und Kampfzauber geeignet. Oh, das klingt doch sehr gut. Der einzige Haken an der Sache ist nur, dass man es in der Hand halten muss, richtig? Ja. Gibt leider noch keinen Slot für Amulette und Ringe. Das kommt erst später in den anderen Teilen. Dann geben wir es mal jemandem, der ein bisschen Platz hat, also Geogon. Sollten wir aber unbedingt dran denken. Also wir haben jetzt ein Amulett, das schützt gegen Verwandlung und Kampfzauber. Und wir haben einen roten Ring, der schützt gegen Magie allgemein, also erhöht die Magieresistenz. So weit, so gut. Jetzt wurden wir gerade teleportiert. Und hier geht's wieder hoch. So. Das Labyrinth könnte ich jetzt überspringen mit dem Transversalis. Und ich glaube, das gönne ich mir einfach mal. Also die Astralenergie, die wir da verschwenden. Transversalis, misslungen. Ja, kaum macht man mal etwas, was man nicht unbedingt machen müsste, aus Faulheit, dann klappt es nicht. So. Hier gibt es doch nichts mehr, oder? Da könnte. Also da ist noch nicht aufgedeckt. Aber da ist der Kartenrand, also kann da auch nichts sein. Nee. Also hier ist auch nichts mehr. Schwupp. Und den restlichen Weg können wir jetzt aber gehen. Wir sollten. Ah, wir haben genug Astraltränke, falls irgendwas Schlimmes unterwegs passiert. Also, wo geht's jetzt hin? Haben wir noch genug Belastung über? Ja, schaut gut aus. Das heißt, jetzt können wir gleich in die Höhle gehen, wo ja noch der Daspota-Schatz auf uns wartet. Ich hatte ja kurzzeitig fälschlich angenommen, dass hier der Schatz wäre. Aber das war primär wahrscheinlich wegen den 500 Dukaten. Das ist echt der Hammer. Aber nee, der ist in den Gebirgen. Ihr verlasst die vertrackten Gänge dieser Ruine und setzt euren Weg nach Rybon fort. So, jetzt sind wir in Rybon. Hier sollten wir aber ein, zwei, vielleicht sogar 3 Tage schlafen. Wegen unserer Astralenergie. Erstmal ein Zimmer für. Ja, komm, 3 Tage ist in Ordnung. Dann essen wir eigentlich automatisch, wenn wir hier schlafen? Oder können wir verhungern, wenn wir irgendwie so 10 Tage angeben? Das wäre noch ganz interessant. Wir lassen aber mal kurz drauf ankommen. Vorher noch Talana, meditieren bitte. Sagen wir mal 10.
Ja, das tut weh, aber es rentiert sich. Tanil sollten wir vorher noch essen. Auch wenn ich mir inzwischen habe sagen lassen, dass das nur für die Lebensenergieregeneration notwendig ist und Astralenergie dadurch gar nicht beeinflusst wird. Was natürlich schade ist, aber na gut, jedes bisschen hilft. Auch wenn Georgon das eigentlich gar nicht gebraucht hätte. Aber gut. Welchen Tag haben wir eigentlich? Heute ist Rohalstag, der dritte Hesinde. Oh, Hesinde ist immer noch Herbst. Stimmt, die Monate waren um einen verschoben. Das heißt, wir haben jetzt noch einen Monat Zeit, um zwischen Ruine immer hin und her zu pendeln. Zwischen Höhle und Städten immer hin und her zu pendeln. Und danach sollten wir uns nach Daspota absetzen und südlich des Gebirges bleiben. Damit wir nicht so großartig zickzack laufen müssen. So, jetzt aber schlafen. Und wir sind nicht verhungert, das ist schon mal sehr gut. Wäre ja auch ein wenig komisch. Aber bei so älteren Spielen weiß man nie. Hier haben die sich aber eindeutig Mühe gemacht, dass selbst solche Kleinigkeiten nicht irgendwie falsch laufen. So, nee, ich will noch gar nicht weg da. Ich würde gern zum Abschied nochmal ordentlich essen. Gute Hausmannskost, muss ja auch mal sein. So. Hier in der Stadt war, glaube ich, gar nichts. Und wir hätten allgemein noch nicht sonderlich viel zum Verkaufen. Wozu auch, wir sind stinkreich. Nein, das wollte ich nicht sagen. Aber wir können nochmal die Waffen wechseln. Wie schaut's bei Yellen aus? Yellen hat noch den Bogen. Gut, gut. Also, wir sind jetzt... Rybon war südlich des Gebirges. Also müssen wir nach Norden. Genau, nach Tos. Da Gewaltmarschieren wir nochmal, aber es bringt auch nicht wirklich viel. Und der Gewaltmarsch fügt uns Schaden zu. Das wurde mir auch vor kurzem erst gesagt. Was natürlich dann mit Vorsicht zu genießen ist, wenn wir schon ein wenig angeschlagen sind. So, warum findet Wasser? Keine Tiere. Schade. Dann würden wir noch gerne Kräuter suchen. Keine Kräuter. Und Wachen aufstellen. Oh, da sehe ich gerade, wir sollten noch kurz Myrrhum in die erste Reihe schicken. So. Und Orks, 4 Stück. Na gut. Du bewegst dich nicht, du schießt einfach. Gwendolyn wird davon gar nicht wach. Okay, die hat wohl einen sehr tiefen Schlaf. Abwarten. Na also, du haust... Nein, du haust nicht dich. Du gehst dahin und haust den bereits angeschlagenen Ork. So, Gerugon bitte wach werden, sonst wird gleich Talana angestupst. Ne, Talana läuft weg. So. Genau. Du stellst dich mal da in den Weg. Und Yellen kann gleich auf den einen Ork schießen, der jetzt vor Gwendolyn steht. Also hier. Aber Gwendolyn haut auf den, damit der möglichst schnell stirbt. So, du haust den. Aggressiv. Oh, guter Treffer. So, schön, dass du auch mal wach bist. Schieß bitte auf den Ork, genau. Du auf den. Damit wäre der auch Geschichte. Du sicherst. Du machst einen Schritt nach da und schießt dann gleich nochmal. Okay, jetzt können wir auch schon Computerkampf, keine Magie. Die restlichen beiden Orks müssten dann auch Geschichte sein, bevor Talana rankommt. Oder einer der Elfen. Eine der Elfen. Und noch schön im Rücken geschossen, so lobe ich mir das. Also, was kommt mit? Schwert kommt mit. Rapier kommt mit. Und Silberschmuck und Dolch bringt fast gar nichts. Also lassen wir die hier. 3 Dukaten, 2 Silbermünzen und 6 Abenteuerpunkte. Na gut. Jetzt sind wir bei der Höhle. Und die Höhle betreten. Schön. Hier waren wir jetzt ja auch schon ein-, zweimal drin. Wirklich weit sind wir aber nicht gekommen, nur bis zu dem Donnerbalken da hinten, wo wir das Buch von Hal gefunden haben. Also angeblich von Hal oder über Hal. Hier haben wir eine Tür, die lassen wir erstmal zu. Hier steht ein großes Bierfass. Leider ist es noch nicht angezapft und heben könnt ihr es auch nicht. Es bringt euch, genau genommen, also keinen Schritt weiter, außer dass es euch einen Moment aufhält. Oder auch zwei, weil Tirik mit
Haaren, Händen und Füßen versucht, da ranzukommen. Er hat schon lange nichts mehr getrunken. Und eigentlich müsste er als Zwerg doch irgendwie so einen Allzweck-Zapfhahn dabei haben. Aber na gut. Gwendolyn sollte eh nach vorne und mal die Tür knacken. Ah, gleich noch eine Tür. So eine Art Schleuse. Machen wir die mal zu. Es gibt ja bei vielen Spielen, dass wenn so eine Schleuse ist, man beide Türen zu haben muss, dass es hier drin dunkel ist, um dadurch irgendwas zu öffnen. Also ich kann mich zumindest an zwei Spiele erinnern. Na gut, hier anscheinend nicht. Nächste Tür knacken. Slunken. Also. Oh, da ist ein größerer Raum. Da kommt bestimmt gleich ein Kampf. Aber wir sind relativ gut vorbereitet, das passt schon. Oh, kein Kampf. Dies ist ein Schlafraum mit ein paar Spinden und ein paar Pritschen. Wollt ihr euch genauer umsehen? Ja, warum nicht? Ihr findet einige Kleidungsstücke in den gewagtesten Farbzusammenstellungen. Außerdem entdeckt Gwendolyn noch 34 Dukaten unter einer der Pritschen. Das ist doch schönes Taschengeld. Aber was hat das mit den Klamotten auf sich? In den gewagtesten Farbzusammenstellungen. Piraten? Fragezeichen. Es ist hier der Daspota-Schatz und da sind überall Piraten. Na gut. Komisch, dass wir hier drin noch keinen begegnet sind. Und die Tür war schon offen? Ah, jetzt kommt aber ein Kampf. Und da sind die mit den gewagten Piratenfarben. Du gehst mal dahin. Nee, noch besser, du gehst dahinter. Du gehst einfach nur weg. Du stellst dich dahin. Und du schießt auf den. Und jetzt ist hoffentlich direkt dran vor Mürrem. Nee, leider nicht. Oh, Mürrem hat nur 3 Bewegungspunkte. Da sind wir irgendwie durcheinander gekommen. Aber wo? Beim Jagen hat sie eigentlich kein Gewicht dazu bekommen. Sie hat ja kein Essen gefunden. Oh, ist schon komisch. Aber na gut. Aggressiv. Wenn Talana das nächste Mal dran war und wir sie wegbewegt haben, können wir auch gleich wieder Computerkampf anmachen. Weil 2 Piraten sind ja nicht so die Herausforderung für unsere Heldengruppe. So, Computerkampf, nein. Der erste flieht. Der zweite flieht bestimmt auch gleich. Jo. Das war's also damit. Entermesser, Lederzeug. Entermesser, Lederzeug. Ach, jetzt habe ich einen Dolch mitgenommen. Den wollte ich gar nicht. 21 Dukaten. Ja, kein Wunder, die Piraten schnappen sich wohl immer mal wieder was vom Schatz. Das passt soweit. Sie ist überladen. Sie nicht. Er kann auch noch 200 Unzen. Achso, Gwendolyn ist nicht mehr überladen. Das ist gut. Mürrem ist aber überladen. Ach, die hat das Schwert abbekommen. Von den Orks. Gib mal ihm. Er hatte ja eh keine Ersatzwaffe mehr. Und schon ist keiner mehr überladen. Sehr schön. Heißt, wir können uns hier mal umgucken. Schön langsam, damit wir keinen Text übersehen. So, wir können nach Osten und wir können nach Norden. Ich gucke mich erstmal im Osten um. Miss Long. Ganz viele abgeschlossene Türen. Oh, eine Schatzkiste. Ah, Kampf? Fragezeichen? Nein. Mit einem Klick schnappt das Schloss auf. Die Truhe enthält Folgendes. Ein Kettenhemd, das ist schon mal viel wert. Armbrüste auch. Lederharnisch, Schwerter, Entermesser. Oh ja, doch. Da können wir gut Beute machen. Aber ich denke mal, wenn wir alles mitnehmen, was wir so mitnehmen wollen, sind wir absolut überladen. Und wir haben den Schatz immer noch nicht gefunden. Weil das wird nur Ausrüstung der Piraten sein. Also nehmen wir mal das Kettenhemd. Wiegt viel zu viel. Die Lederharnische, die müssten einigermaßen okay sein. Lederhelm war ich mir nicht sicher, wie viel sie wert sind, aber die dürften auch nicht allzu viel wiegen. Und den Rest lassen wir erstmal da. Ja, kann ich mehr tragen? Kann ich mehr tragen? Gerugon ist auch schon überladen, das ist nicht gut.
Schere kann auch nicht mehr tragen. Nee, so wird das nichts. Also müssen wir die gleich wieder wegschmeißen. Das ist ja doof. Na gut, hilft nichts. Du, wegwerfen. Ja, wirklich. Und du musst auch was loswerden. 1772 Unzen. Vorher hatte sie noch gut Platz. Wie kommt das jetzt? Ich werfe mal ein Lederzeug weg und guck, wie schwer die sind. Also 1772. Das Lederzeug wiegt nur 20. Dolch? Wiegt nur 40 oder so. 41 Proviant? Was zur Hölle, wo kommt das alles her? Okay, Gegenstand wegwerfen. Wie viel wollt ihr wegwerfen? 38. So, tada, schon kann sie da mehr tragen. Also ja, skurril. So, du bist noch überladen. Du gibst bitte das an Talana weiter. Bist immer noch überladen. Dann noch den Dolch. Immer noch. Ein Muttrank. Der wiegt fast gar nichts. Wie viel fehlt da noch? 45 Unzen müssen noch weg. Das Ding wird viel zu schwer sein, für wen auch immer. Obwohl, Talana? Nee, kann nur noch 88 Unzen tragen. Derek ist fast voll. Er? Nö. Menno. Na gut, dann halt mit kleinen Kram hin und her schieben. So, 35 Unzen. Ja, wir sollten definitiv nur noch Sachen mitnehmen, wo wir denken, sie könnten magisch sein. Sonst sind wir nur noch am Hin- und Herlaufen. Und so nötig haben, dass wir dem Geld momentan nun wirklich nicht. So, also Truhe merken wir uns, falls wir irgendwann mal Geld brauchen. In den Fässern und Truhen hier sind die unterschiedlichsten Lebensmittel enthalten. Wollt ihr eure Vorräte auffüllen? Schön, dass wir diesmal gefragt werden, dass es nicht einfach aufgedrängt wird. Aber nein, danke. Wir wollen jetzt erstmal abspeichern. Heute ist Rohhalsverhüllung. Oh. Okay. LP 47. Und wir sehen uns gleich wieder.